So, guten Morgen. Grüß dich. Jaxa. Sehe ich Sie nachher. Hallo, Grüß dich. Albrecht, ist das sowieso nichts drauf. Doch, das ist Infrarot. Richtig. Wieso aufdringlich? Und ja, diese nächtlichen Züge. Ich schon mal geweckt heute Morgen. Ob der auch schon wach ist. Kann es in der Dunkelheit was werden? Nimmt er da noch was? Ja, mit Infrarot geht das alles. Ja, natürlich. Ja? Albrecht, heute Morgen ist noch gar nicht so. Bitte? Okay. Da kommt der ja dazu jetzt. Nein. Wir müssen acht geben, wir werden zu ihm gefilmt, ja? Und gibt's was zu essen? Also unter dem roten Dach, da ist es, unter dem roten Dach. Die Besuchergruppe aus der Provinz. So, Herr Präsident, jetzt sagen Sie doch mal etwas hierzu. Was machen wir denn hier eigentlich? Ja, ich bin ganz stolz, mit euch hier auf dieser Ausstellung sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass das Essen sehr gut ist. Das freut uns aber sehr. Über das Gelände führen. Ich habe zunächst einmal eine Frage. Ich bin darauf angesprochen worden, eben, dass Sie ein bisschen anscheinend unter Zeitdruck stehen. Ich wollte noch mal nachfragen, ob diese Führung jetzt 2 Stunden dauern sollte, wie geplant, also ein bisschen verspätet an. Ein Pavillon zwischen unterschiedlichen anderen Projekten auf Grünanlagen. Sie begegnet Ihnen so, ohne dass Sie jetzt unbedingt damit rechnen. Deshalb also in between, aber auch noch aus einem anderen Grunde, auch deshalb in between, weil es handelt sich um eine sehr ungewöhnliche Kunst. Es ist keine klassische Kunst, es ist nichts, was Sie unter Erdbodenprojekt. Das ist hier. Das sogenannte Highball oder auch weil es kommt, sondern es war nicht unbedingt Haustiere, sondern Mäuschen, so silbern, farbig und vielleicht so wie in ein Schokoladenpapier eingewickelt. Also wirklich das Ganze nicht ekelhaft gemacht. Die anderen Projekte, die sich um Transport von Menschen, waren Projekte mit dem Namen der Das ist sehr effektvoll, das Ganze, das Wasser.
ist das Einzige, was also in der Vergangenheit zu tun hat. Die ganze Beitrag ist also ganz, ganz gut auf die Moderne und auf die Zukunft. Cycle Ball ist kein Länderpavillon, sondern Pavillon des dualen Systems Deutschland. Man geht hinein und bewegt sich auf einer spiralförmigen Treppe, ähnlich wie auch bei Island, nach oben. Drinnen ist alles auf Natur eingerichtet. Es gibt also das Thema in der sogenannten Cycle Ball. Die Hauptattraktion, die in der Cycle Ball passiert, eben die Hauptattraktion in der Seitenbahn. Wir werden jetzt hier über die Straße gehen. Wir werden uns ein Pavillon von Japan anschauen. Auch leider diese Vorteile von Japan. So, meine Damen und Herren, hier ist ja mehrere Büro in vielen anderen Ländern der Welt. Sehen die Beschäftigten sich der Frage, ist es möglich, Industrieproduktion zu machen, ohne dass Abfälle entstehen. Und wenn diese Abfälle entstehen, was ja fast immer der Fall ist, wie kann man sie sinnvoll verwenden? Und zwar, dass man sich diese Frage stellt, bevor die ganze Bambus ist ein sehr gutes Land. Es ist drinnen ein Restaurant, das also Spezialitäten aus Sri Lanka anbietet. Das Ganze mit sehr viel Curry, sehr pikant. Und das Zentral Sri Lanka nennt man ja das Land der Rubine. Aber drinnen zu sehen sind nicht nur Rubine, sondern viele andere Edelsteine und Halbedelsteine. Sie werden Handwerker sehen, die mit ihrem traditionellen Werkzeug die Edelsteine schleifen. Und können sie hineingehen, das Ganze ausprobieren, ob es wirken lassen. Und wir treffen uns um 12 Uhr. Einmal auf den Berg. Ja, vom Tempel jetzt. Ja, guck mal, und ich sitze jetzt schön auf dem Elefanten. Ja. Dann habe ich das Gefühl, einmal etwas Großes getan zu haben in meinem genau. Leben. Der Pavillon des Heiligen Stuhles. Hier in der Mitte haben sie also die gefalteten Hände zum Gruß und rechts und links davon stilisiert die Blätter der Lotusblüte. Das ist die Architektur des Pavillons. Wenn sie hineingehen, dann würde der Form ohne die Bullen wer auch immer, ist natürlich auch die Tradition und die Kultur, die Ayurveda, auch hier, was also ein ganzheitliches Programm von rechts, so, still und bescheiden. Körper und Geist. Ein sehr großer Fan von Land und Leuten ist. Und diese ganze Begeisterung, die er in sich trägt und fühlt für dieses Land und die Leute, sind eben übergegangen in die Konstruktion des Pavillons, der auf jeden Fall ein Highlight entschieden worden. Aber vielleicht wird er es kaufen. Wer auch immer es kaufen mag, hoffen wir, dass er einen Ort daraus macht, der eben begehbar ist. Eine Art Pavillon von der Farbe und von der Architektur sehr ähnlich ist, wie zu errichten. Es wurde sich bei der Erde entschuldigt für die Störungen und für sind schon die etwas müden Krieger da. Sie nennen es Uluru. Uluru ist der Name für das Ayers Rock auf der Aborigine-Sprache. Drinnen im australischen. Keiner weiß Bescheid. Lieber Friedel, ist das denn das Richtige, was man so mittags isst? Einzig richtig. Für die Zähne ist das in Ordnung? Ja. Kein kariogenes Substrat. Aha.
Nur hier. Wo? Was ist das denn? Cola? Das ist Substrat. Ja? Ja, und was ist das da in dem gelben Zeug? Das ist Nektar. Prost, ja. Prost. Planet of Visions. Ja, diese vielen. Noch einmal der Schweizer Pavillon. Ja, klar. Ja. Aber irgendwie verbrauchen wir ja auch viel Energie. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, wie ist das medizinisch gesehen? Null Energie verbrauchen wir. Das Laufen. So die freie Natur. Ja, da kommt man auch rein. Ja. Diese Filme haben Sie schon gemacht? Mexiko, das war direkt, wo wir reinkamen. Ne? Ja, Michel. Ja, Emirate war. Thank you.
unendliche Warteschlangen. Der italienische Pavillon. Nein, der niederländische sind wir jetzt, ne? Habe ich schon wieder vertan. Was? Holland zum Mais hier. Der Mais hier. Ich dachte schon, der italienische wäre es. Aber den. Auf dem niederländischen Pavillon. Chrysanthemen. Guck mal, die kleinen dicken Männchen hier. Das sind alles nette Männchen hier. Ja, alles. Die wollen wir nicht da im Outlet-Store für die Helfer. Warum ist eigentlich noch keiner da?
lieber Friedel. Ich kann keine Rückenschmerzen haben. Die haben sich gerade am Deutschen Pavillon angestellt. Weil die nämlich ohnehin schon den ganzen Tag gesessen haben im Café, ne? Eben, genau. Und wir sind wenigstens rumgelaufen. Genau. An jedem Pavillon vorbeigegangen, weil Tausende und Millionen anstanden. Genau das. Island wollen wir vielleicht nachher noch hin, nicht? Und sagt, im Prinzip ist es nichts weiter als eine dunkle Halle mit einem Schon wieder um 7 Uhr. Können wir gar nicht vorstellen. Da haben wir ja gar nichts gesehen. Jetzt ist noch reichlich was los hier. Louise geöffnet.